Hi und schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute soll es drei verschiedene romantische Frisurenideen geben und wir legen direkt los. Bei der ersten Frisur teilt ihr zunächst eure Deckhaare ab und befestigt diese mit einem kleinen Haargummi. Jetzt kreiert ihr ein kleines Loch oberhalb des Zopfgummis und lasst einmal den ganzen Zopf zum Kopf hin durch das Loch durchziehen. Jetzt teilt ihr eine weitere Schicht Haare oberhalb der Ohren ab und befestigt diese wieder mit eurem Zopfgummi. Mit dieser Haarpartie wiederholt ihr jetzt einmal den Vorgang bei dem Zopf eben und dreht ihn einmal um sich selbst, sodass diese gedrehte Form der Zöpfe entsteht. So sieht das Ganze schon sehr festlich und romantisch aus, aber einen kleinen Touch wollen wir trotzdem noch dazu haben und deswegen nehme ich jetzt meine Chiffonschleife und binde diese einmal um den unteren Zopf herum und dadurch entsteht dieser schöne romantische Look. Was meint ihr? Die Frisur ist doch super einfach, oder? Würdet ihr diese auch bei euch selbst einmal ausprobieren wollen? Schreibt es doch mal in die Kommentare. Weiter geht's mit der nächsten Frisur, die ist auch super, super einfach. Wir teilen wieder die Haare vom Oberkopf ab, nehmen direkt unsere Chiffonschleife ohne Haargummi und binden diese ganz locker über den Haaren zusammen und kreieren eine kleine Schleife. Das lässt den Look natürlich total romantisch und verspielt wirken. Ihr könnt natürlich alle anderen Arten von Stoffen auch nehmen. Es eignen sich auch total gut Satinbänder. Aber diese Chiffonbänder habe ich jetzt von Amazon bestellt und ich finde die super passend für so einen Look. Ich kann mir diese Frisuren auch super gut für Bridesmaids vorstellen, zu Hochzeiten oder anderen Festivitäten wie Weihnachten zum Beispiel. Da kann man ja auch vielleicht eine rote Schleife nehmen. Aber erstmal weiter zur nächsten Frisur. Wir machen einmal einen Zopf oben auf dem Kopf, nicht zu hoch, und nehmen wieder unser Chiffonband und binden die Haare mit dem Chiffonband im Prinzip zu einem kleinen Dutt zusammen und machen oben wieder eine Schleife. Die Haare, die jetzt unten noch rausgucken, versuchen wir jetzt in das Chiffonband noch mit einzubringen, sodass das so ein ganz lockerer Dutt wird. Und ja, ich hoffe, euch haben die Frisuren gefallen. Schreibt das doch gerne mal in die Kommentare und vielleicht seid ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei. Das würde mich sehr freuen. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende und bis zum nächsten Mal.